Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3. Mein Name ist Jadjalex, aka Alex, und ja, wir sind hier wieder im Haushalt Weiß unterwegs. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast, und Igor ist gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, hat knapp 2000 Simoleons mit nach Hause gebracht, und jetzt wird er erstmal die Pfütze hier in der Küche wegwischen. Danach wird er sein Alltagsoutfit wieder anlegen. Entschuldigung. Und dann würde ich gerne mal ausprobieren, wie es denn funktioniert, das Outfit zu planen. Katrin ist gerade auch auf dem Weg nach Hause. Die wird jetzt gleich erstmal Reste essen. Und zwar die Apfelpfannkuchen. Ich hoffe, dass die noch gut sind. Danach das verdorbene Essen ausräumen. Und danach würde ich auch sie gerne hier einmal zur Styleberatung schicken, also Styleberatung in Anführungszeichen. Mehr oder weniger auf so eine Art kleine Shoppingtour, wenn man das so nennen kann. Ja, dann Igor, dann Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Mach mal Outfitplan. Okay. Ich bin ein erwachsener Mann, kann aber nicht die Schublade von meiner Kommode aufmachen. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. So, wir gehen dann mal als erstes halt auf Alltagsbekleidung und da wechseln wir halt in den zweiten Teil. Und da ziehen wir dem guten Igor jetzt mal was anderes an. Was gibt es denn da Schönes? Vielleicht. Es muss auf jeden Fall irgendwas sein, was zu ihm passt. Also jetzt nicht irgendwie so ein Muskelshirt oder sowas. Oder auch kein T-Shirt, das passt nämlich auch nicht wirklich. Eher sowas, wie wir es da oben auch haben. So Hemd-mäßig irgendwas. Oder halt sowas, das geht natürlich auch, aber das passt natürlich überhaupt nicht. Dazu haben wir noch zu wenig Geld. Und Anzug zu Hause. Auch eher weniger. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, wenn ich ehrlich bin, wie irgendwas Schönes hier auszusuchen. Obwohl es eigentlich nicht gerade wenig davon gibt. Hier so eine Jacke fände ich auch noch ganz cool. Eine andere Hose vielleicht dann aber dazu. Also mehr sowas, was in diese Richtung geht. Okay, das jetzt nicht. Das sieht echt nach einer Frauenhose aus. Also sorry, aber das kann ich eben nicht anziehen. Das sieht aber gut aus, vielleicht in einem etwas dunkleren Schwarz. Ich mag dunkle Farben sehr. Dunkle Farben sind die besten Farben, die es gibt, wie ich finde. Okay, jetzt vielleicht auch andere Schuhe dazu. Denn die polierten Schuhchen passen ja weniger zu. So, es sieht gut aus, wie ich finde. Nur die Uhr muss dann halt weg. Weil sonst guckt die Uhr da durch. Sonst aber alles in Ordnung. Gehen wir mal auf Abendbekleidung. Da reicht eigentlich eins. Schlafanzüge. Reicht eigentlich auch eins. Sportbekleidung. Zum Thema Wechseln muss man bei Sims nicht unbedingt, also man braucht nicht unbedingt drei Outfits. Aber das wissen die meisten von euch sicherlich. Aber hier würde ich gerne noch was ändern. Und auch hier, ach, ihr habt die Musik eh leiser stehen, dann kann ich die auch bei mir am Kopfhörer leiser machen. So, ist gut. Und zwar, da haben wir jetzt nur das T-Shirt an. Aber wie wäre es vielleicht mit, auch mit so einer Art Trainingsjacke oder irgendwie sowas, was in diese Richtung geht. Das finde ich jetzt nicht so cool. Das sieht auch irgendwie so nach Frau aus, wie ich finde. Das sieht echt tuntig aus. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber für mich sieht es echt so aus. Aber hier vielleicht im Blau dieses Ding finde ich ganz cool. Oder halt so ein Universitätspullover. Den finde ich gut. Ne, das nicht. Finde ich den besser.
Vielleicht dann. Vielleicht dann auch eine neue Hose. Also sowas nur in dunkel. So. Das sieht gut aus. Badebekleidung können wir so lassen eigentlich. Karriere, Standard würde ich mir gerne noch eins hinzufügen. So würde ich gerne auch mal zur Arbeit gehen, also dann halt dementsprechend in die Schule bei mir. Ne, eher weniger. Das finde ich noch ganz cool. Schade, dass die Hose ein bisschen kurz ist. Genau, das finde ich gut, aber mit anderen Schuhen. So finde ich das gut. Und eine neue Outdoor-Kleidung. Wir als Russen brauchen das ja eigentlich nicht, aber wenn das Spiel es so möchte, dann bekommt es das natürlich auch. Und dieses Mal vielleicht auch ein bisschen was Schöneres. Das finde ich gut. Aber Hose. Nein. Nein. Wieso müssen die Hosen unbedingt unten so weit sein? Eine Anzughose wollte ich dem Männchen hier jetzt nicht anziehen. Noch keine Leggings. Das sieht aber gut aus. Aber wenn es geht, ohne Chucks. So heißt ein Schuh, meine ich. Wenn mit so Stiefeln. Oder natürlich, sowas geht natürlich auch immer gut. Diese finde ich ganz gut. Ist jetzt ein bisschen zusammengewürfelt, gebe ich zu. Ne, die Uhr kann bleiben, die sieht man nicht. Aber die Handschuhe müssen weg. Finde ich schrecklich. Ich bin echt nicht so der Handschuh-Typ. So, da hätten wir. Bei ihm sind wir dann fertig. So, da haben wir jetzt bei ihm einfach mal eben so ein bisschen das Outfit geplant. Gehen wir mal hier runter und gucken uns mal eben den Garten an. Das möchte ich nämlich noch unbedingt machen. Was ist das hier? Unbekannter Samen können wir noch nicht öffnen. Ich hätte gerne Zwiebelchen. Können wir nicht pflanzen? Wieso nicht? Weil wir noch nicht das richtige Level haben. Paprika. Noch nicht. Katzenfisch können wir nicht pflanzen. Kopfsalat können wir aber pflanzen. Qualität wunderbar. Kommt einer mit in den Korb rein. Wassermelone können wir nicht pflanzen. Kommt wieder rein. Tomate. Ausgezeichnet. Kommt mit rein. Weintrauben können wir pflanzen. Ausgezeichnet. Kommt mit rein. Kürbisse. Lecker. Würde ich mal ausprobieren. Können wir nicht pflanzen. Wieso haben wir dann davon so viel? Achso, weil wir einmal ernten waren. Knobi können wir mit Sicherheit auch noch nicht pflanzen. Richtig. Applekiss möchte ich noch nicht pflanzen. Soweit haben wir dann alles. Okay. Dann erstmal. Wo müsste ich das denn jetzt hinpflanzen? Dahin. Das war Kopfsalat, nicht essen, pflanzen und pflanzen und pflanzen. Hast du etwa ein höheres Gartenlevel als wir? Du hast schon Level 6. Uiuiui, die Gute hat schon Level 6. Dann würde ich mal vorschlagen, greifen und ziehen noch ein bisschen mehr raus. Also auch Zwiebelchen. Mal gucken, welches das Beste ist. Sind alle gleich schlecht. Wassermelone müsste gehen. Das schmeißen wir mal eben so da raus. Das müsste dann mal nicht auch gehen. So. So und so. Kürbis müssten wir eigentlich auch pflanzen können. Paprika. Okay, jetzt haben wir eigentlich alles draußen. Pflanzen.
Der Zwiebelchen können wir auch pflanzen. Den Kürbis, da können wir auch pflanzen. Also Zwiebel haben wir weg. Haben wir noch. Achso, Knobi braucht sogar Level 7. Paprika dann noch. Braucht auch Level 7. Schade. Das heißt, Paprika kann wieder zurück, genauso wie der Knoblauch. So, dann macht das mal. Dann schieben wir das mit dem Outfit-Planen erstmal hinten an. Entschuldigung, da musste ich hier leider einmal kurz niesen. Ui, der hat aber gut gesessen. Und dann darfst auch du gerne dein Outfit planen gehen, Katrin. Jetzt gehen hier erstmal schön beide in den Garten. Finde ich cool. Sehr schön. Und Igor, du kommst bitte wieder rein, sonst erkältest du dich wieder. Fände ich jetzt persönlich nicht ganz so cool. Und hier können wir noch eine schöne Bartnelke hinsetzen. Hier vielleicht noch Gesundheit, Igor. Eine Paternoster müsste das, meine ich, sein. Irgendwie sowas in der Richtung. Okay, da haben wir auch noch was, was schlecht geworden ist. Also, wieso kannst du, wieso, hä? Wieso könnt ihr das denn nicht wegräumen? Na, geht doch. Weg damit. Bah. So. Ich hatte mich jetzt schon total verjagt, weshalb mir jetzt auf einmal so der Bildschirm blau wird. So, gehen wir mal als erstes in den Reiter Alltagskleidung rein. Fügen noch einen hinzu. Und jetzt gucken wir mal, was wir ihr noch so Schönes verpassen können. So, was gibt's denn hier Feines? Das hier? Na, nicht bauchfrei. Alles nur nicht bauchfrei. Wirklich. Schrecklich. Rollkragenpullover? Ja, komm, Rollkragenpullover geht immer. Steve Jobs lässt grüßen. Die Hose geht dazu, genauso wie die Schuhe. Können wir alles so lassen. Perfekt. Abendkleidung können wir eigentlich sogar noch eine hinzufügen. So für alle Fälle mal. Was haben wir denn da noch Schönes? Als Polizistin gehe ich auch gerne überall hin. Nein. Ein richtig schönes Kleidchen haben wir hier oben nicht noch irgendwas. Das ist mehr was für die etwas jüngeren Damen. Was ist das hier? Das sieht so irgendwie so nach Flugbegleiter von Emirates aus. Wie sieht das hier aus? Das sieht ganz cool aus. So ein bisschen Journalisten-like. Dann aber doch mehr was in diese Richtung. Das sieht gut aus. Schlafanzüge können wir eigentlich so lassen. Wir können aber noch einen zweiten hier bei ihr hinzufügen. Ernsthaft. So einen schönen weißen Bademantel geht auch immer. Schürchen brauchen wir nicht, vor allem weil die Schürchen da alle ziemlich blöd aussehen, wie ich finde. Sportbekleidung würde ich auch noch gerne einen hinzufügen. Und zwar auch wieder was, was in Richtung Trainingsjacke geht. Das hat sie aber im Endeffekt schon fast gerade angehabt. Ne, sie hatte die hier mal nicht an. Ja, die hier müsste es gewesen sein. Kurz gucken. Ja, die war es neben dem Grünen. So, nee, dann haben wir doch jetzt eine andere erwischt. Einfach nur so ein Top. Naja, finde ich das nicht so cool. Vielleicht dann was Normales. So, die Jacke finde ich auch ganz gut. Die Hose kann gerne so bleiben, das ist in Ordnung. Schlafanzüge, Badebekleidung kann so bleiben. Karriere würde ich allerdings gerne noch ändern. Was gibt's denn da Schönes? Okay, sieht zwar jetzt nicht so wie Dingens aus. Was ist das hier? Auch ganz interessant. Erinnert mich an die Freundin von Sheldon, Amy. Amy Farrah Fowler. Da erinnert mich das gut dran. Da fehlen nur noch die Strumpfhosen. Glaube ich zumindest. Das hat sie ja aktuell an.
Gibt's denn hier was Vernünftiges? Weil das hier fand ich eigentlich auch gar nicht so schlecht für Ärztin. Schön mit dem weißen Oberteil, wenn man mal irgendwo draußen ist. Weil so laufe ich garantiert nicht als Ärztin irgendwo rum. Auch nicht als Rettungssanitäterin. Ja, da müssen wir die Handschuhe wegnehmen. Dann sieht das nämlich auch wieder einigermaßen in Ordnung aus. Wo sind denn die Handschüchen? Da ist die Uhr. Ziehen wir ihr diese an und ziehen ihr diese wie aus, dann passt das. Und als zweite vielleicht so eine richtige Jacke. So finde ich eigentlich ganz gut. Aber wieso hat sie da schon wieder Handschuhe an? Vor allem, wo sind diese Handschuhe? Ich sehe die noch nicht mal hier in der. So, das ist von der Jacke. Deswegen. Ich muss hier wohl die Jacke umziehen. Das sieht auch noch gut aus. Erinnert mich an meinen Sportlehrer. Die Hose finde ich gut. Die passt. Nehmen wir mal die Hose und machen die einfach dunkler. So. Perfekt. Und Schüchen können wir eigentlich diese lassen, nur halt ein bisschen dunkler. Wie gesagt, ich mag dunkle Farben lieber. So, finde ich alles ganz gut. Stimmt alles. Perfekt. So. In der restlichen Sendezeit würde ich jetzt gerne. Erstmal muss ich jetzt hier ein Bild von Katrin machen. Dazu gehe ich auf sie. Okay, und dann jetzt hier C drücken. Das wird das Thumbnail für diese Folge. Joa. Haben wir jetzt noch ein bisschen Sendezeit übrig. In dieser würde ich dann gerne Katrin das hier lesen lassen. Igor, wie weit bist du mit deinen Fähigkeiten? Du musstest noch ein bisschen malen. Dann wird auch das endlich mal ein bisschen besser. Aber eigentlich muss Katrin ja Logik machen. Vor allem, wenn sie dann morgen aufsteigt. Aber Schach üben. Komm, hopp. Bis sich die Logik verbessert, ist mir jetzt egal, wie lange. Mach erstmal. Dann hätten wir das nämlich auch hinter uns. Und das ist das, worauf es ankommt. Irgendwo ist hier gerade der Blitz eingeschlagen. Ziemlich heftig. Hat man nämlich gut gemerkt wieder. Igor, du bist da auch gut dran, steigst bald im Level auf. Katrin, du brauchst noch ein bisschen länger. Gucken wir mal eben bei Igor hier, was er da Schönes fabriziert. 230 Simoleons ist das wert. Das können wir uns hier mal gerne hinhängen. Malen klein, das rahmen wir auch ein. So, da. Setze ich die Geschwindigkeit wieder ein bisschen höher. Wenn er im Level aufgestiegen ist, darf er dann. Dieses Mal ist der Blitz irgendwo hier vorne. Da ist er eingeschlagen. Hat man ziemlich gut gesehen. Abendessen servieren. Machen wir mal. Gemüserollen. So. Igor hat jetzt nun Level 7 der Malerei erreicht. Bedeutet Karriere, Logik und Malerei sind jetzt auch wunderbar, obwohl die unterschiedlich weit auseinander sind. Im Hintergrund kann man jetzt vielleicht was vom Karneval hören. Ich dachte auch ein paar Straßen weiter zieht er hier vorbei. Jetzt ist er aber müde und hungrig. Dann hör mal auf zu malen, dann kannst du jetzt lieber kochen. Katrin ist soweit ganz gut dabei. Logik machen wir aber noch ein bisschen weiter. Komm. So, Igor hat jetzt für Kochen Level 6 erreicht, kann jetzt Hamburger zubereiten und in der Buchhandlung gibt es neue Rezepte. Das heißt, wenn die Buchhandlung demnächst wieder so einen Ausverkauf hat, gehen wir auf jeden Fall dahin und holen uns auf jeden Fall ein paar Kochbücher ab. So, Level 5 hat sie jetzt auch erreicht. Und sie kann jetzt Kindern helfen, ihre schulischen Leistungen zu verbessern. Finde ich gut. Und du, Igor, darfst jetzt auch schlafen gehen.
Das hier gehen wir mal alles weg. Ja, und wie ich sehe, ist die Folge auch leider wieder vorbei. Oh, der Ball ist leider kaputt gegangen von Misha. Fraglich ist, ob Misha jetzt überhaupt noch irgendwo mitspielen kann. Muss ich eine neue Kiste kaufen? Na blöd. Blöd, blöd. Aber ich danke euch immer sehr herzlich dafür, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt zu Let's Play The Sims 3. Ich fände es auch sehr cool, wenn du in der nächsten Folge wieder einschalten würdest. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ciao.